Hey, ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magical Melody. Ja, das geschulte Auge wird jetzt gerade merken, was da oben denn für ein komisches Plus und Minus aufgetaucht ist. Und daneben steht ET2, das heißt so viel wie Euro Truck Simulator 2. Den habe ich jetzt quasi in Harvest Moon gehackt. Wir fahren von nun an hier nur noch Truck und machen sonst gar nichts mehr. Farmleben AD. Wir verkaufen unsere Produkte nur noch ins Ausland. Jedenfalls, ich war ja so schlau. Mal wieder, ich habe das Haus bestellt. Und dann habe ich mich schlafen gelegt, einfach weil ich keine Lust hatte zurückzulaufen. Also über das Menü und dann 2 oder 1, ich weiß es nicht, und dann schlafen. Ja, dann war es so, dass ihr die kleine Szene verpasst habt, dass da ja was ausgebaut wurde. Und tatsächlich haben wir jetzt ein relativ großes Haus, muss ich zugeben. Also wenn man sich das anguckt, irgendwas ist hier gerade sehr seltsam. Es wirkt so blurig, weiß ich nicht. Also irgendwie so unscharf, wenn ich mich bewege. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Rechts wirkt es nicht so. Wir haben jetzt ein Haus mit 2 Etagen. Hier haben wir jetzt unsere kleine Küche. Ich glaube, die Küche packe ich noch nach... Nee, stimmt, kann man gar nicht. Ich wollte das Bett anfangs nach oben packen, aber das Bett kann man leider nicht nach oben packen. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass wenn man eine Familie hat, schlafen die ja da. Und sind wohl nicht programmiert dazu, hoch und runter zu gehen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein zweistöckiges Haus, was ja eigentlich ganz cool ist, muss ich zugeben. Und ja, es ist von draußen sieht es monumentaler aus. Das habt ihr ja schon gesehen in der letzten Folge, falls ihr die gesehen habt. Buch und Brief will ich eigentlich nicht lesen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Tatsächlich habe ich jetzt dran gedacht. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal was, bevor ich hier nur rumlaufe. Tatsächlich habe ich dran gedacht, nachzuschauen, was man machen muss, um die Person zu kriegen, die ich gerne möchte. Sie heißt Laila. Und da klopft es an der Tür. Auch wieder, das ist ja schön. Guten Morgen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Maria. Das ist für dich. Greif zu, wenn du etwas davon willst. Das unsichtbare Geschenk. Oh, das ist ja so lieb. Männer essen nicht viel Gemüse. Beim Kochen habe ich auf Nährwerte geachtet. Entschuldige mich jetzt bitte. Jo, vielen Dank. Ach, die ist so lieb zu uns. Gibt uns manchmal immer was zu essen vorbei. Weil wir selbst nicht sonderlich begabt sind im Kochen. Mal sehen, was ist denn das? Gekochter Spinat. Vielleicht mit dem Spinat, den wir ihr geschenkt haben. weiß ich nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie Spinat und Kohl mag. Deswegen hat sie uns das geschenkt. Nicht, weil wir ihr was Ähnliches geschenkt haben. Auf jeden Fall ist das total süß. Und ich muss ehrlich zugeben, ich esse auch relativ viel Gemüse, muss ich gestehen. Ach ja, hier ist jetzt unsere fette Butze. Die ist halt fesch. Die werde ich später auch nochmal auf ein anderes Gelände umsiedeln, aber nicht jetzt. Das kommt alles später, wenn wir mal wieder mehr Kohle haben. Und an sich, wenn wir gerade es nötig haben, zum Beispiel, wenn wir mehr Geld brauchen für das letzte Haus. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Hausstufe 4 oder? Ich meine, das ist Hausstufe 4. Oder? Wir hatten ganz am Anfang das. Oder ist das Level 3? Nee, ich glaube, es ist Stufe 4. Bin mir aber jetzt nicht 100% sicher. Ich bin mir zu 98% sicher, sagen wir so. Ist natürlich super, das in Prozentzahlen einzuordnen, obwohl man eigentlich gar keine Ahnung davon hat, wie viel Prozent was wäre. Aber naja. So, dann einmal hier alles gießen, wie immer. Und dann müsste ich morgen wieder erntebereit sein. Ich wurde jetzt unterbrochen durch die Szene. Laila heißt die Person, die ich brauche hier im Dorf. Sie ist nämlich ein Souvenir- und Dekorationsladenverkäuferin. Und das Tolle ist, sie kommt dann ins Dorf, wenn man viele Beeren und Blumen verkauft, wie ich schon richtig in Erinnerung hatte tatsächlich. Das Problem ist,
die Bedingung, damit sie dann halt wirklich permanent ins Dorf kommt, ist, man muss am 23. Frühling oder 28. oder 22. Muss man ihr auf dem Blumenfest begegnen. Ja, das Blumenfest ist bei uns ja ausgefallen, weil wir keine Blume in das in die Box gelegt haben. Das war sehr schlau von mir, aber naja, das wird dann halt schon, dann müssen wir halt noch den Herbst und den Winter abwarten und das wird ja sicher noch eine Zeit dauern, wenn man bedenkt, wir haben jetzt 29 Folgen und sind im fast bei 2/3 des Sommers. Das kann da durchaus noch die ein oder andere Folge dauern. Aber wenn ich wieder regelmäßige aufnehme, dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein, das Ganze. Und Dahlia geht's hoffentlich wieder prächtig toll gelaunt und toll gelaunt. Ist toll gelaunt besser als prächtig oder weiß ich nicht. Ich schau mal kurz hier. Ich habe ja meine Statistiken. Das ist es nicht. Da habe ich schon ein Herz bei einigen. Das ist ja interessant. Oh, und wir haben jetzt tatsächlich 5 Herzen bei Maria. Es ging echt schnell. Und 4 Herzen bei Woody. 2 Herzen bei Martha. Das ist alles. Das geht gut voran, würde ich mal sagen. Das heißt, Woody und Martha müssen wir eigentlich nur noch anquatschen. Das ist gar nicht mal mehr so wichtig. Brotfrucht haben wir 89 schon verkauft. Kakao haben wir 96. Lalalala. Sonst haben wir nicht sonderlich viel. Man sieht, da gibt es noch einiges, was man verkaufen kann. An Feldfrüchten allein. Dann gibt es noch Fische, dann gibt es noch Nahrung und dann gibt es noch sonstiges. Guter Ton haben wir ja schon ein bisschen verkauft. Mondsteinerz. Was war das? Amethyst. Ach so, sieht irgendwie ganz cool aus. Genau hier. Wir haben immer noch ein Herz. Das heißt, wir können immer noch nicht mit ihr reiten, ist das Problem, weil ich wahrscheinlich einmal vergessen habe, sie zu füttern und da haben wir wohl das Herz verloren. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die Ursache gewesen ist, auch wenn ich es nicht selbst wahrhaben will, dass ich versagt habe. Okay, wie viel Geld? 6.000. Dann gehe ich mal kurz zum Ramschladen. Ich glaube, er heißt so Ramschladen, also im Englischen heißt er Junk Shop. Deswegen glaube ich wirklich, er heißt Ramschladen. Kauf mir aber vorher nochmal eben. Heute leider geschlossen, das ist natürlich super. Dann habe ich jetzt leider kein Geschenk für Maria. Dann muss sie leider einmal einen Tag lang ohne Geschenk auskommen. Und dann quatschen wir sie nur ein bisschen an und unterhalten uns mit ihr, wieso ihr Tag ist und war und sein wird und überhaupt. Aber vorher halt Ramschladen, einmal vorbeischneiden, um zu schauen, ob die was haben, was ich haben möchte. Und zwar habe ich mir gedacht, wann haben wir eigentlich angefangen, den Stall zu bauen? Moment, ich muss mal kurz was nachgucken. Da habe ich hier extra Fenster offen. Es wäre wunderschön, wenn hier stünde, wie lange die Tiere brauchen, um ausgewachsen zu sein. Aber, weißt du, hier steht alles angegeben, wirklich alles. Aber, leider. Das ist irgendwie doof. Schade, ich dachte, da stünde jetzt, wie lange die brauchen, um ausgewachsen zu sein. Ich dachte mir dann nämlich, ich warte nicht, bis Layla kommt, sondern ich gehe selbst an die Sache ran. Dann, so, Bratpfanne, Holzofen, Petroleum, Holzstuhl, Färbetopf. Färbetopf brauche ich nämlich. Ansonsten hat er diesen Jan-Spinner, hat er nämlich nicht, ne? Nee, hat er nicht. Das heißt, ich kaufe mir einfach mal den Färbetopf, der ist nämlich genauso gut. Den kann man einfach mit einer Blume dann benutzen und schwupps hat man einen Garn. Soweit ich das jetzt da lesen konnte. Oder? Moment. You can combine the wool with various herbs and flowers. Ja, tatsächlich. Das heißt, man kann die Wolle damit verbinden. Außer es ist jetzt gemeint, dass ich die Wolle in Form von Garn damit verbinden kann. Aber ich glaube einfach mal nicht.
So, dann werde ich mir noch ein Schaf kaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz in unserem Stall. Da muss ich da auch echt mal ausbauen. Das ist irgendwie auch nicht so ganz dolle. Da bislang, das ist irgendwie echt nicht so Premium. Muss ich mal. Bibliothek heute geschlossen. Wo ist Maria denn dann? Vielleicht oben bei Fyodor im Haus? Also da, wo sie auch wohnt. Das ist ja immerhin Vater-Tochter. Also eigentlich kein Wunder, dass sie zusammen wohnen. Wobei sie ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Aber macht ja eigentlich auch nichts, wenn man da noch hier bei ihrem Vater wohnt. So, und tatsächlich, da ist sie. Guten Tag. Wenn jeder ehrlich und nett zu anderen sein könnte, würde es solche Sachen wie Krieg bestimmt nicht mehr geben. Na dann, bis später. Maria ist echt immer voll so bedacht, ne? Das mag ich. Das mag ich immer. Ja, ja. Ich finde sie toll. Ich habe sie damals schon, als ich das Spiel privat gespielt habe, geheiratet. Für die, die es nicht wussten. Aber ich denke, das konnte man sich so ein bisschen denken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Aber wie gesagt, konnte man sich ja in gewisser Weise denken. Und ach ja, ich mochte ihre Art einfach total. Sie war so... Ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich weiß nicht. So... Jedenfalls, man hat ja immer gewisse Vorlieben, was Partner angeht und sowas. Und sie trifft halt im Spiel so ein bisschen die Vorlieben, die ich im echten Leben habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, sie ist es. So, ich möchte gerne ein Tier kaufen. Und zwar ein Lamm. 2500 Gold. Na, egal. Du willst das da. Ach so, das Lamm, das geht ja wohl. Aber es klang jetzt im ersten Moment, du willst das da. Ein bisschen komisch. Ach nee, das ist ja der Haunimann. Du willst das da, nicht wahr? In der Tat. Dann suchst du einen Namen dafür aus. Ach ja, ich musste mir einen Namen geben. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, sag ich da. Das war jetzt eher ein bisschen aus Friese, ne? Name. Wolli? Holly? Wolli ist jetzt ein bisschen sehr simpel, oder? Claudi, genau, Claudi. Oder Claudia, hahaha, also mit OU dann quasi. Claudi. Ich nenne es einfach Cloud. So, Cloud ist doch ideal. Cloud, wobei Cloud ist ja eher der, klingt ja eher maskulin. Claudia, ich weiß nicht, Claudo, Claudor, Claudis, Claude. Claudiana. Claudiana ist ja auch sowas. Ich nenne es jetzt einfach tatsächlich Claudiana. Das ist jetzt super der Name. Naja, ich finde den Namen eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich zu. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Geh zurück hier, Diana. Claudiana. Moment, dann muss ich doch aber tatsächlich nochmal eben hier einen Großbuchstaben machen. Wie ich das immer mache, wie es bei Korori ist, wie es bei Lero und Kori ist, immer mittendrin einfach noch einen Großbuchstaben. Claudiana. Nee, der Name gefällt mir doch nicht. Snowcloud. Vielleicht sowas? Das kann man doch benutzen, oder? Das nehme ich jetzt einfach. Aber ich schreibe das dann doch klein, weil bei so einem langen Namen, finde ich, sieht das nicht ganz so dolle aus. Und es ist ja ein Eigenname und demnach kein Nickname. Und da fände ich das ja auch ein bisschen komisch. So, Snowcloud. Ja, dieser Name ist okay. Habe ich mich verschrieben? Nein, habe ich nicht. Der Name Snowcloud wurde registriert.
Ich bringe es auf die Ranch. Kümmere dich gut darum. Das werde ich tun. Auf jeden Fall vielen Dank. Moment, habe ich... ich kaufe noch mal ein bisschen Fodder. Schuhgerät brauche ich dann ja auch. Bald. Aber noch nicht sofort. Eine Arznei könnte ich eigentlich auch mal zwei mitnehmen. Alter, ich habe gleich gar kein Geld mehr. Nein, mein Geld. It's away. Ich brauche neue Kohle. Ich brauche Schotter. Kennt das einer von euch? Ah, hallo, meine Ente. Na, wie geht es? Habe ich denn jetzt das Zeug im Inventar tatsächlich? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das muss ich dann mal eben nach Hause packen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gut ein bisschen... Wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. Direkt neben meiner anderen Kiste. Hahaha. so, das Schuhgerät. Ich würde es eher Schere nennen oder Schergerät. Wobei es... Ja, Schuhe sagt man ja auch mitunter. So, das haben wir soweit. Das ist alles richtig, wie es sein soll. Dann müsste ich irgendwann nochmal das Gras da verbessern. Vergrößern, die Graslandschaft da. Ich wünschte ja immer noch, ich könnte aussuchen, welche Farbe und welche Muster der Boden hätte. Das fände ich nämlich äußerst grandiosa. Grandiosa. Na, jetzt bin ich echt Spanier. Spanier, mexikanischer Spanier. Mit italienischer Wurzel. Ich kann solche Stimmen nicht, aber ich versuche sie trotzdem immer noch gerne nachzumachen. So, und hier müsste tatsächlich... Oh ja, oh. Snowcloud. Wie süß. Oh, guckt euch das an. Oh. Natürlich will ich, dass du gesund aufwächst. Oh, guckt euch an, wie süß das ist. Ich meine, noch ist sie zwar nicht so Snowcloud, sondern eher so ein bisschen... Cremecloud, aber das wird schon. So, dann erstmal hier. Da, ja. Hm, das ist toll, das gefällt dir. Hab ich dich schon? Tatsächlich hab ich schon. Aber Snowcloud muss ich jetzt natürlich noch füttern. Und wie ich mal gelesen habe, bringt es am meisten, wenn man die Tiere direkt per Hand füttert, anstatt dass man es in Futtertrog legt. Deswegen mache ich das auch. Hier, bitteschön. Ja. Wachs schön auf, meine kleine Snowcloud. Das Problem, oder was heißt das Problem, ist ja, dass alle Tiere in Harvest Moon tendenziell weiblich sein müssen, weil sie Nachwuchs kriegen. Deswegen ist es dementsprechend auch besser, wenn ich dann gleich einen Mädchennamen benutze und nicht irgendwie mein Schaf Justin nenne und Justin gebärt dann ein Kind. Das fände ich auf eine gewisse Weise irgendwie komisch. So, ich habe noch ganz viel Energie und es ist erst 14.30 Uhr. Was mache ich jetzt mit der Energie? Ist die Frage. What do I do? This is energy. Is the question. Hi. Hm. In dieser Berghöhle gibt es guten Ton. Aber man kommt schwer an ihn ran. Ja, auch wenn die Berghöhle ja ein bisschen weiter rechts ist und nicht gleich hier. Wäre eigentlich ganz cool, wenn die hier ist. Ich habe auch noch dann mich zusätzlich ein bisschen informiert, man mag es kaum glauben, dass wenn man... Hey, guten Tag. Im Fernsehen und am Ansteckbrett auf dem Platz gibt es alle möglichen Ankündigungen. Hol dir dort aktuelle lokale Nachrichten. Gehst du heim? Mach's gut. Wenn man sich mit Fyodor anfreundet, dann, Streichelhündchen, dann bekommt man die Möglichkeit, mehr Grundstücke zu kaufen. Das ist natürlich auf irgendeine Weise ganz cool. Deswegen will ich mich ein bisschen mit ihm anfreunden. Ich habe nun gerade vergessen, was er mag. Und der Schaukelstuhl hier neben dem kleinen Stuhl, das sollte eigentlich so aussehen wie Kinderstuhl neben Erwachsenenstuhl, aber irgendwie sieht es ein bisschen dämlich aus. Nur mal ganz kurz gerade Wetter. Angenehm trocken werden. Jahreszeit. Jetzt ist die blaue Farbe des Meeres hell. Wir senden Musik und Bilder des Meeres, um euch in Schwung zu bringen. Ach nee, das sagt der Fyodor. Spreche ich ja ganz falsch gerade. Bildung. Der Hammer dient zum Zerschlagen von Steinen. Liegt euch ein Stein im Weg, könnt ihr ihn in einen Fluss werfen. Aber durch das Zertrümmern von Steinen sammelt ihr Hammer-Erfahrungspunkte. Ihr könnt auch Steine in Höhlen spalten. Dieses praktische Werkzeug ist sehr vielseitig. Man kann Steine haken, Steine hämmern, Steine hämmern, Steine hämmern. Zusätzlich kann man noch Steine hämmern. Sehr vielseitig. Unterhaltung. Auf in die Höhlen, Teil 2.
Wenn ihr tief in die Höhlen vordringt, solltet ihr euren Rucksack leer machen. Was nützt es euch, wenn ihr Edelsteine findet und sie nicht mitnehmen könnt? Ja, das ist in der Tat, das hat mich jetzt mehr gebildet als die Bildungssendung. So, hab ich euch schon hochgehoben, ist gerade die Frage, liebe Bundesbürger. Ja, das heißt, ich werde, dann mal ins Bett gehen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.